Und ich muss wirklich sagen, also diese Enthüllungen, die jetzt bekannt werden, sind skandalös. Und wenn die österreichische Medienlandschaft immer wieder über irgendwelche Putschversuche in den Vereinigten Staaten berichtet hat, dann ist es zwar vielleicht nicht in der Brutalität offensichtlich passiert, was in Amerika stattgefunden hat, aber nichtsdestotrotz ergibt sich schon langsam für uns ein Bild, dass es sich hier zumindest um einen Staatsstreich gehandelt hat, wo offensichtlich sogar mittlerweile der Bundespräsident eingebunden war, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und das sind jetzt Dinge, die können wir so nicht mehr auf uns sitzen lassen. Ich möchte kurz ins Detail gehen. Sie können uns heute nachlesen in der Süddeutschen Zeitung, Sie können es nachlesen auf ORF, Sie können es im Standard nachlesen. Also der Hauptbeschuldigte, Produzent des Videos, der Julian H., gibt dort zu Protokoll, dass er vorab die Bundespräsidentschaftskanzlei davon in Kenntnis gesetzt hat, dass es dieses Video gibt und dass das auch präsentiert wird. Meine sehr geehrten Damen und Herren, was heißt das? Das heißt, zumindest der Herr Lockl und der Herr Bundespräsident waren darüber informiert, was jetzt passieren wird und mussten damit rechnen, dass diese Regierung zerbricht oder dass es zumindest zu massiven Verwerfungen kommt. Und was hat der Herr Bundespräsident gemacht? Nichts. Er hat sich offensichtlich in seiner Präsidentschaftskanzlei eingebunkert und hat darüber nachgedacht, wie die Zeit nach der Präsentation des Ibiza-Videos ausschaut. Aber mehr ist offensichtlich nicht passiert. Und das ist auch der Grund, warum wir jetzt sagen, das kann man sich so nicht bieten lassen als Staat. Ja, er hat eigentlich als oberster Diener des Staates dafür zu sorgen, dass hier alles nach allen Regeln abläuft. Aber de facto hat er sich offensichtlich mit einem Kriminellen, der mittlerweile noch in Deutschland sitzt, ja, zusammengetan und sich von dem informieren lassen und niemandem was weitergegeben, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und das ist der eigentliche Skandal. Und deswegen fordern wir auch, den Herrn Bundespräsidenten vor diesen Untersuchungsausschuss zu laden, um uns zu sagen, was er darüber gewusst hat, und auch den Herrn Lockl nicht zu vergessen dabei, denn auch beim Herrn Lockl wissen wir, dass er immer für Sachen zu haben war, die gegen die FPÖ waren, und schlussendlich dokumentiert sich darin aus unserer Sicht auch der Umstand, dass es sich hier um keinen unparteiischen Bundespräsidenten und um keinen unparteiischen Leiter des der Präsidentschaftskanzlei handelt, sondern dass hier Parteipolitik gemacht wird, meine sehr geehrten Damen und Herren, und das würde das Amt beschädigen. Das heißt, es wäre im Interesse des Bundespräsidenten, dass er sich hier in den Ausschuss bequemt und hier Stellung dazu nimmt, was er eigentlich davon auch gewusst hat. Wenn wir uns diese Artikel weiter durchlesen, dann gibt es ja noch eine weitere interessante Tangente, und die ÖVP ist ja immer da in der Kunstform verhaftet, immer nur an dieser Ibiza-Geschichte vorbeizuschrammen und am Ende des Tages trotzdem nichts davon gewusst zu haben. Ich glaube es nur der ÖVP nicht. Und wenn in dem Artikel zu lesen ist, dass der Herr Gudenus von der ÖVP schon gewarnt worden ist vor einer Videofalle, da stellt sich für mich schon die Frage, woher hat die ÖVP das gewusst? War die ÖVP im direkten Austausch mit diesen Kriminellen, die diese Videofalle gebaut haben? Sie haben ja selber eine Videofalle dazu gesagt. Also waren sie direkt im Austausch mit den Kriminellen, die das gemacht hat? Woher hat die ÖVP das gewusst und was hat es mit dieser komischen Warnung auf sich? Und eines sage ich Ihnen auch, wenn es jetzt um den Julian H. geht, der da jetzt wiederum seine Lebensbeichte ablegt in verschiedensten Medien, dann sage ich Ihnen heute, der Julian H. wird nie in Wien ankommen. Wir werden nie die Gelegenheit haben, den Julian H. in Wien im Untersuchungsausschuss zu befragen, weil die ÖVP daran interessiert ist, dass der gar nicht nach Wien kommt. Und ich habe den Eindruck, die Soko Ibiza, das Bundeskriminalamt, aber auch das BVD haben die letzten Monate nichts anderes gemacht, als den Julian H. zu verstecken. Die haben nicht dafür gesorgt, dass sie ihn finden. Die ÖVP und ihre angeschlossenen Polizeidienststellen, die haben ihn bisher versteckt. Und ich gebe Ihnen hier schriftlich, Julian H. wird zumindest solange der Untersuchungsausschuss läuft, nie in Wien auftauchen und wir werden ihn nie dazu befragen können. Und vielleicht, meine sehr geehrten Damen und Herren, war ja das auch die Belohnung für den Herrn Holzer, der auch aus meiner Sicht, da schließe ich mich der SPÖ inhaltlich vollkommen an, absolut ungeeignet ist, hier noch irgendwelche Ermittlungen zu führen. Vielleicht war auch die Führung des Bundeskriminalamtes, die jetzt dem Herrn Holzer übertragen worden ist, vielleicht war auch das der Lohn für das Verstecken des Herrn Julian H. und für das Zudecken verschiedener Vorgänge, die hier in der Causa Ibiza passiert sind. Und wenn man sich die ganzen ÖVP-Nebelgranaten, die ja tagtäglich geworfen werden, sie werden ja immer mehr, weil die ÖVP ja nicht mehr zurechtkommt, ihre ganzen Löcher zuzuhalten, wenn man sich das anschaut, dann ergibt es aus meiner Sicht auch Sinn, warum heute die ÖVP mit einem martialischen Pressekonferenztitel herausgeht, BVD und Kickl-Verstrickungen. Na klar, die ÖVP muss ja Medienanfragen gehabt haben zu dem heute erschienenen Artikel. Die ÖVP muss gewusst haben, dass diese Geschichte heute hochgeht. Und deswegen gibt es halt die nächste Nebelgranate. Deswegen setzt heute wieder der Herr Mara mit seinem 6-Wochen-Studium hin und erklärt uns dort, was im BVD wirklich gelaufen ist, was die ÖVP die letzten 20 Jahre versemmelt hat dort. Ja. Also da wird wieder mit Dreck geworfen, aber immer von der Seite aus, wo der meiste Dreck liegt. Und das findet auch heute wieder statt. Das heißt,
wir lassen uns hier nicht beirren, wir lassen uns von der ÖVP und ihren ganzen Vertuschungsstrategien nicht hinters Licht führen. Wir werden heute, und da ist der Herr Bonelli vielleicht eh gleich einmal eine dankbare Auskunftsperson, wir werden da mal in der Sache auf den Grund gehen, den Herrn Bonelli auch befragen. Und da geht es nicht nur um die Schredder-Geschichte, sondern da geht es um viel mehr, das der Herr Bonelli auch mitbekommen hat müssen im Zuge seiner Tätigkeit im Bundeskanzleramt. Das heißt, auch da wird es eine interessante Auskunftsperson geben. Und wir werden schon auch dahinter kommen, was hier alles faul ist im Staat Österreich.